Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Hier drin ist was Schönes. Mein bester Freund hat sich eine neue PlayStation geholt und hat gesagt, wenn du Bock hast, kannst du davon ein Unboxing machen. Dann kann man jetzt früh damit bei mir angeschissen. Ich muss halt erstmal rüberräumen. So. Und euch mal nach unten richten. Wir packen jetzt die PS4 Pro in weiß aus. Es ist, ich betone es nochmal, es ist nicht meine. Ich habe keinen Geldscheißer. Ich habe mir nicht noch eine Pro geholt. Es ist die PlayStation Pro in weiß von meinem besten Freund Martin. Der sitzt nebenan auf der Couch. Sag mal hallo. Hallo. Ich hoffe, ihr habt ihn gehört. So. Gucken wir uns erstmal vorne an. Es ist wie bei meiner PlayStation Pro. Bloß das 1 Terabyte. Controller, alles. Der Standfuß ist mit abgebildet, ist aber nicht mit bei. Wie kann ich euch sagen, das war bei meiner auch nicht. Wenn er hier mit bei ist, naja, würde mir aufregen, aber egal. Oben haben wir 4K HDR. 1 Terabyte nochmal. PSVR ready. Also, so hinten haben wir dann nochmal hier PlayStation Plus Abo und Werbung für irgendwelche Spiele und warum sie da immer FIFA hinten drauf klatschen, aber ja. Und dann haben wir hier noch FPS. Ja, ist ja alles mit, dass die mehr FPS hat und HDR. Und ach, das kann man immer sagen, aber das, wenn man es High Life erlebt, ist es definitiv was anderes. Und da steht dann, was wir da mit drin haben. Die PlayStation 4 Pro in weiß, den weißen Controller, dieses bammelige Headset, was ich nicht so toll finde. Was haben wir dann noch mit bei einem HDMI? Und ein Stromkabel. Ne, hier ist der Stromkabel, das ist der HDMI und das ist der USB für den Controller zum Laden. Und User Manual, also Bedienungsanleitung. Oh Gott, die ist anscheinend, ich habe die ja nicht mehr so schwer in Erinnerung. Mal gucken, wo wir die jetzt am besten hier oben aufmachen, da oben. Ja, die hat keinen Henkel, hatte meine Pro nicht. Hatte nur die PlayStation. Na, ich denke mal wegen dem Gewicht auch, dass sie da keinen Henkel mit dran gemacht haben. Oh. Ja, und so, jetzt stellen wir den Karton von der PlayStation 4 Pro damit so hin. So. Ah, dann haben wir hier einen komplett weißen Karton. Außer hier steht auch wieder was drauf. PlayStation 4 und die Umwelt. Energiesparen, ach ja, Pro. Automatisch in dem Bereitschaftsmodus, Netzwerk, ja, hier steht halt nur, dass die denn nach einer gewissen Zeit nicht benutzen, in Bereitschaftsmodus wechselt. Ja, und Energie und Plastik und was uns alles nicht interessiert, wir wollen nur zocken und nicht hier wissen, was das an Energie frisst. Es frisst mehr als die normale PlayStation, kann ich euch schon verraten. Dann haben wir hier das Heft. Dann haben wir hier nochmal ein Heft. Dann haben wir hier Kurzanleitung. Also so kurz sieht die Kurzanleitung nicht aus. Aber da ist alles erklärt in verschiedenen Sprachen, wie man die PlayStation 4 Pro anschließt. Ja, also denk mal, Martin, das ist hier super erklärt, das kriegst selbst du hin. Martin ist mit Technik nicht so. Und so ja in Deutsch, Martin. Wunderschön. Auch mit dem Headset ist es hier erklärt. Ich zeig euch das mal. Ja. So, dann kommen wir zum nächsten. Müssen wir hier oben erstmal dieses Fach aufmachen. Ich mach mal so. Ja, diese. Und dann haben wir einmal hier einen langen Karton. Den holen wir mal raus. Und dann haben wir einmal die PS4 Pro. Den Karton machen wir mal nach unten. So.
packen wir erstmal den langen Karton aus, um uns anzugucken, was da drin ist. Lasche macht's gut. So, da haben wir einmal ein Stromkabel. Den werde ich auch gleich mal testen. Ich bin da mal neugierig. Dann haben wir hier, boah, der ist länger als bei meiner, den USB-Kabel zum Laden des Controllers. Definitiv länger als bei meiner schwarzen, bin ich jetzt der Meinung. Ihr könnt mich ja verbessern. So, dann haben wir hier noch nächste. So, dann haben wir hier den HDMI-Kabel, der 4K auch geeignet ist. Dann das schwule Headset, was nicht so toll ist. Und den weißen Controller. Gucken wir uns nachher dann noch genauer an. Jetzt kommen wir erstmal zum Schmuckstück. Oh. So. Die weiße PS4 Pro. So. Habe ich damals in meinem Video vergessen zu sagen, auf der Unterseite ist auch das PlayStation-Logo. Und die Tasten, also hier Kreis, Viereck, X und so, was hier zum als Standfuß ist, was auch gummiert ist, was ihr jetzt nicht seht, dass es gummiert ist, ist es aber gummiert, ist jetzt wirklich komplett um die ganze PlayStation rum. Nicht so wie bei der ersten PlayStation 4 mit dem Wackler. Und da haben wir dann das Logo in Silber. Und wie gesagt, auf der anderen Seite in glänzend, die ganze Konsole ist matt. Hier hinten ist der Einschub für die Festplatte. Ist auch relativ schnell zu wechseln. Und da sind die Anschlüsse. Und wir haben hier jetzt praktisch den... Hier ist auch Plastik. Warum ist denn da Plastik? Achso, da stehen irgendwelche Warnhinweise. Wusste ich gar nicht. Das ist bei dir durchsichtig. Bei mir ist es, glaube ich, auch schwarz hier oben. Ich weiß es nicht. Seht ihr das? Da, wo ich meinen Finger jetzt habe. Warte mal, so mal. Sieht man schlecht, aber da ist so ein bisschen durchsichtig Plaste über der Lüftung drüber. Da sieht man auch hier diesen Warnhinweis. Wir haben halt jedenfalls hier Strom, HDMI, der Kameraanschluss, optischer Anschluss, das ist der, der bei der PS4 Slim fehlt. Dann haben wir einen weiteren USB-Anschluss, der fehlt auch bei der Slim, und der LAN-Anschluss. Bei der PS4 Pro ist es so, wenn ihr, kann ich ja mal am Rande noch schnell erwähnen, wenn ihr eine externe Festplatte an eure PS4 anschließen wollt, egal ob Slim, Pro oder normale, also alte, geht nur ein USB-Port für die externe Festplatte. Bei der PlayStation 4 Pro ist es der hintere USB-Port, also dieser. Da. Die vorne gehen nicht für externe Festplatten. Ich habe es auch versucht, ihr könnt nicht drei Festplatten anschließen und sagen, mach mal 3x2 TB, haben wir 6 TB oder so. Das geht nicht. Es geht nur ein einziger USB-Port. PS4 Pro hinten. PlayStation 4 normal ist es vorne. Der linke, glaube ich, ich bin mir nicht so sicher. In meinem Video habe ich es erklärt, in welchen. Und bei der Slim wird es genau der gleiche sein. Ja, also ich habe bei meiner PS4 Pro 8 Terabyte hinten angeschlossen, habe insgesamt 10 Terabyte zur Verfügung, 2 Terabyte in der PlayStation, 8 Terabyte extern. Reicht erstmal eine Weile für Spiele. Und dann die Kamera ist angeschlossen, das ist alles gut, dass es hinten ist, aber mit dem USB ist ein bisschen mau, also da hoffe ich, wenn dann die nächste PlayStation-Generation kommt, PlayStation 5, die ja gemunkelt wird, dass da dann ein bisschen was mit dem USB getan wird, weil ich habe kein USB mehr frei. Hinten ist die Festplatte dran, vorne ist der USB-Stick für mein Logitech G933 dran, also mein Headset, und PSVR ist dran. Das war's. 3. Wo soll ich einen Controller laden? Mein Gott sei Dank habe ich ja eine Ladestation und so. Ist echt beschissen. So, also vom Optischen, ja, wie gesagt, die ist matt. Die geht auch bis in die kleinsten Ecken, das weiße, logischerweise. Ich habe von Sony nichts anderes erwartet. Ja.
auch die kleine schmale Leiste unten, wo Power und der CD-Ausschub ist, ist weiß. PlayStation ist wieder nur normal reingeritzt. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie das vielleicht auch noch in Silber gemacht hätten oder so. Ja, dass man, oder dass man so ein kleines Etikett zum Tauschen hat, dass man, wo PS4 Silber steht und dass man das dann abmachen kann und dann PS4 untereinander oder PS4 nebeneinander, je nachdem wie man sich hingestellt hat, ging ja damals bei der Fat Lady, bei der PS3 ging's. Also bei der, hat angefangen mit der 2. Dann ging es bei der Fat Lady. Bei der PS3 Slim ging es schon wieder nicht. Ja, da konnte man dann eine PlayStation-Logo drehen. Was sich damals halt direkt über dem Ausgabefach befunden hat, konnte man dann drehen und dann war das halt so in die Richtung, ob man es hochkant oder liegend hingemacht hat. Fand ich sehr, sehr geil. So, dann werden wir mal was testen. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ganz gespannt drauf. Ich erkläre euch auch gleich die Begründung und was Sony dazu sagt, warum das so ist. So. Stromkabel. Stromkabel anschließen. Ja, aber ein bisschen fester ist es schon. Ja, definitiv ein bisschen fester als bei mir. Weil Sony hat bei den schwarzen PlayStations, und das weiß ich nicht nur von meiner, das weiß ich von Kollegen, die auch die schwarze PlayStation haben, ist der Stromkabel ziemlich locker. Und da kann es schon mal passieren, so, dass wenn man die PlayStation einfach so ein bisschen dreht hinten, das zack, bumm, im Betrieb, wenn so falsch steht, der Stromkabel abgeht und dann dauert das ewig, bis er die Festplatte überprüft hat und alle drum und dran. Und Sony hat begründet, das liegt daran, das haben sie mit Absicht wohl angeblich gemacht, dass wenn man dagegen kommt, damit der Kabel nicht runterreißt und dass die PlayStation halt sich vom Kabel trennt und dadurch weniger Sachen angeblich kaputt gehen sollen. Total Schwachsinn. Wenn die vorne überkippt, dann hätte ich mir eher, oder irgendwas, dann hätte ich mir eher gewünscht, ein Kabel, der fest ist, der die da hält, dass ich noch schnell ran und dann Kabel wieder nach und die wieder hinstellen kann. Aber egal. Egal. So, stellen wir mal hin. Also optisch. In weiß. Meines Festival, die Kodik nicht raus. Wie soll da ein Kabel dran sind? Ich weiß nicht. Sieht schon gut aus irgendwie, aber ich bin sowieso der schwarze Typ. So, hier kommt der weiße Controller, den ich eher grau empfinde. Weiß und grau. Das ist der gleiche, oder? Bitte noch rein. Hm? Ist der gleiche, oder? Der Controller? Wie welcher? Das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Und zwar, weil die habe ich gerade überprüft. So, da seht ihr oben, dass die Bar hier oben nicht nur hinten hat, ich zeige euch das mal so, da blinkt, sondern auch hier oben. Das ist nämlich der neue PS4-Controller. Die haben sich nämlich gedacht, bei manchen Spielen sieht man ja hinten in der Bar, ob man tot ist oder fast tot oder was weiß ich, bei welchem waren das, bei The Evil Within 2 Watt, glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Verfärbt sich denn euer Licht, je nachdem, wie eure Lebensenergie ist. Ja, und von grün immer mehr in rot. Und da könnt ihr dann halt jetzt hier vorne auch mit einem Blick super sehen, ob rot oder gelb oder grün oder so ein Zwischending oder so. In der Hand liegt er wie immer gut. Also da muss ich echt sagen, da hat Sony wirklich im Gegensatz zum PlayStation 1 die verbesserte Version vom 1-Controller mit den Analog-Sticks, gab es ja damals bei PS1 auch schon, dann PS2-Controller, dann die PS3-Controller. Da ist das wirklich ein meilenweiter Unterschied und die liegen so arschgeil in der Hand. Die sind auch für größere Hände geeignet, haben gute Griffigkeit. Dann haben sie hier unten diesen Rutschschutz. Das seht ihr ja hier auf der ganzen unteren Seite ist das. Das ist auch eine andere Farbe. Also so ein dunkelgrau, das ist so ein hellgrau. Ja, also macht sich wirklich extrem geil. Bei dem neuen Controller, den wir jetzt hier in der Hand halten, haben sie auch diese Gummimischung, die hier drauf ist auf den Analogsticks, haben sie verändert. Weil bei der ersten Generation der PS4 sind die bei vielen abgegangen. Bei mir
muss ich sagen, ich habe ja die erste PS4, ich habe die Pro. Bei dem Controller der ersten PS4 so ein bisschen bröckelig ist es, aber kaum der Rede wert eigentlich. Aber die kann man auch tauschen, also ganz einfach aufschrauben und so. Nebst auch externe Akkus mit mehr Power. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Power der Akku hat. Also gefühlt, weil ich es ja getestet habe mit Stunden spielen, also Tage, ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt, hält der PS4 Pro Controller, also die neue Generation, einen Ticken länger als die Controller von der PlayStation 4. Ich kann es aber nicht einordnen, ob es deswegen ist, weil der von der 4 ziemlich alt ist, weil der ist ja der erste Controller, den ich mir gleich geholt habe und danach habe ich mir einen zweiten geholt, oder ob es wirklich darin ist, dass hier ein anderer Akku drin ist. Ich habe auch noch keine Liste gefunden, ob hier jetzt mehr Milliampere drin sind oder nicht. Aber es gibt auch auf jeden Fall Akkus mit mehr Milliampere. Ja, ein bisschen heller, oder? Bisschen heller ist der Controller. Obwohl also das kam mir, also die PlayStation kam mir eben weiß vor. Den Controller beim ersten Mal rausholen grau. Und wenn ich jetzt so aber nebeneinander halte, ist der Controller heller als die PlayStation. Ohne schlecht. So kann ein das Auge schon echt täuschen. Und dann haben wir hier unten immer noch die Anschlüsse. Einmal hier für die Kopfhöreranschluss und dann auch dafür so ein Ladekabel. Dann können wir uns das doch gleich mal wieder wegpacken. Gucken wir mal, wie lang der Stromkabel ist. Ich mache das jetzt nur Pi mal Daumen. Also das sind 80 cm. Also 80 cm und so viel, das sind 20, wo? Wo? Guter Meter. Der Stromkabel ist einen guten Meter lang. Packe das mal wieder ein für Martin, dass er das nachher wieder zu Hause alles auspacken kann, aufbauen kann. So. Haben wir. Controller haben wir auch ausgepackt. Das Headset würde ich eher jetzt sagen, nicht auspacken. Das mag ich nicht und dann würde ich wieder nur in den Rage-Modus überwechseln, weil das ist wirklich nur billige Pisse. Also ich zeige euch das mal, was mir daran, zeige ich euch mal schnell, was mir daran nicht gefällt. Ja, also das ist wirklich nur ein dünner Kopfhörer hier, Bamsel. Aber was mir am meisten halt nicht gefällt, nicht mal, gut, die packen einen billigen Kopfhörer mit drin, dass es erstmal geht. Aber hier oben, das ist so locker, das ist, ich kenne schon viele, die haben sich das einfach rausgerissen oder das ist so ein ganz dünner Kabel, der geht jetzt hier einfach hier vorne rein und hier ist kein Übergang, kein Abschluss irgendwie, was das ein bisschen besser hält. Und das finde ich halt nicht schön. Aber positiv, dass sie, weil man kann ja online spielen und so und Party und so, positiv, dass sie wenigstens ein Billig-Headset mit dazu packen. Wie gesagt, den HDMI-Kabel, den USB-Kabel brauche ich nicht auspacken. Das ist ein ganz normaler USB auf, oh, was ist das? Makro? Nee, Mini ist das kleine. Makro, Nano, Makro. Makro? Nee, Nano. Nano und dann kommt Makro. Keine Ahnung. So. Mikro. So wie ihr vom Samsung, von den alten Samsung-Handys kennt. Jetzt ist ja alles auf USB-C. So. Ich denke mal, bei der neuen PlayStation wird da auch auf USB-C gesetzt, weil es definitiv schneller beim Laden. Und unkompliziert. Der braucht nicht darauf achten, ob er links oder welche Richtung Ruf macht. Egal welche Richtung ihr Ruf macht, passt immer und ladet immer. Und HDMI-Kabel brauche ich jetzt wohl, denke ich mal, auch nicht wirklich auspacken. Ist ein stinknormaler HDMI-Kabel. Meinen habe ich damals auch nicht benutzt. Ich habe ja meine besseren benutzt. Ich habe mir von Ligavo welche gekauft. Die hatten sie im Angebot auch letztens bei Amazon. Da habe ich mir auch gleich nochmal einen Schwung bestellt. 4 Stück oder so. Aber halt nur 1 Meter. Mehr hatten sie nicht. Reicht für mich auch raus. Oder 1,50 Meter. Ich weiß es jetzt ja nicht mehr genau. Habe ich damals mal in Odiwa Shop gemacht. Und dann haben wir noch die Hefte. Jo. Und das war's. Für das Unboxing der PlayStation 4 Pro in Weiß. Wenn ihr da jetzt noch Fragen habt, einfach mal in die Kommentare posten. Habt da Fragen zur PlayStation 4 Pro allgemein auch in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestes tun, um euch die Fragen zu beantworten. Ich habe die Pro jetzt auch schon ein paar Jahre und die normale PlayStation kann euch die Unterschiede oder wenn ihr da irgendwie Fragen habt, denke ich mal gut beantworten. Ich würde mich dann hier erstmal verabschieden. Hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.